unsere Mannschaft. Wir haben französische Leute, afrikanisch, brasilianisch, spanisch. Und wir sind eine, wie so diese Melting Pot. Ich denke, in unserer Welt, wir haben keine Zeit zu verlieren wegen Rassismus oder wegen Homophobie. Und uns als Fußballprofi, wir sind sehr, sehr bekannte Leute und müssen wir nur ein Vorbild sein für auch für die Jungen, aber für die ganze Welt. Dass ich darf das mit der Binde her spielen, bedeutet sehr viel für mich. Und das macht mir einfach sehr, sehr stolz. Für mich ist es ein Zeichen, dass wir sind einen Schritt noch weiter. Das ist noch ein großes Signal. Ich als Kapitän, ich trage diese Binde, aber ich finde das richtig gut, als Mannschaft zu präsentieren mit diesem schönen Trikot. Ich finde, das war eine tolle Idee mit dem Bindel und jetzt auch mit dem Vielfalt-Trikot. Und ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass wir alle das zusammen machen, dass auch die Männer das mit allen anderen machen, dass wir einander unterstützen. Das ist schon ein großes Signal für das Welt, dass wir sind gegen diese Rassismus, gegen Homophobie und für Vielfalt. Ich finde, das ist ein erster Schritt, aber das gibt zu viel Arbeit, das wir machen müssen. Wegen diesem Thema und ich finde, also VfL macht ein großes Ding. Das ist genauso, was wir wollen zeigen zu den Leuten, wenn sie kommen in unsere Arena, und zu zeigen, jeden ist herzlich willkommen. Ich hoffe, dass das würde eine Reaktion kriegen in den Fußball und auch in der ganzen Welt eigentlich. Ein Verein. Ein Bekenntnis. Gemeinsam gegen Ausgrenzung. Für mehr Vielfalt im Fußball.